die Heizung auf Sommerurlaub schicken. Wenn Sie Heizung und Warmwasser mit dem gleichen Gerät erzeugen, so ist jetzt der Moment, um auf Sommerbetrieb umzuschalten. Das heißt reine Warmwasserbereitung. So, dann müssen alle Heizungspumpen stehen und es ist zu empfehlen, während der Sommerpause diese Heizungspumpen ein- bis zweimal in Betrieb zu nehmen, um ein Festsitzen der Pumpen zu vermeiden. Service und Wartung eines Heizgerätes ist jährlich zu empfehlen. Jetzt ist die Zeit gekommen, das zu tun. Wenn Sie Ihre Heizung modernisieren oder umbauen wollen, so ist auch jetzt die Zeit, dies zu planen und die Umsetzung zu beginnen. Denn im Herbst brauchen Sie die Heizung ja wieder. Ist die Heizung einmal aus, so sollte sie auch ausbleiben, denn das Wiederaufheizen des Gebäudes braucht einerseits Zeit, aber auch relativ viel Energie. Wenn es kalte Tage gibt, so ist unsere Empfehlung warme Kleidung für diese kurze Zeit und wenn vorhanden, eine Zusatzheizung nutzen. Das kann sein eine Infrarotheizung im Hause, im Wohnzimmer, im Bad oder eben auch Kachelofen oder Kaminofen. Wenn Sie Heizung und Warmwasser getrennt produzieren, so ist jetzt der Moment, die Heizung auszuschalten und eventuell zu warten. Bei der Warmwasserbereitung über den Sommer sollten Sie versuchen, dies ökologisch zu tun. Das heißt, Warmwasser aus der thermischen Solaranlage, Warmwasser mit Ökostrom oder eben auch Warmwasser aus der eigenen Photovoltaikanlage. Beim Warmwasser ist empfehlenswert, die Temperatur nicht über 60 Grad zu steigern, zu erhitzen, um hier die Kalkgefahr zu reduzieren. Natürlich unter Beachtung der Legionellen-Thematik.